vorsichtig. Das Ding ist eine Kreatur Ganons. Ich konnte ihm vor 100 Jahren nicht mal einen Kratzer verpassen. Aber das hier ist nicht das Ende deiner Geschichte. Das spüre ich. Er ist blitzschnell. Verlier ihn nicht aus den Augen. Nicht schlecht, Kleiner. Ich hab's wohl dir zu verdanken, dass meine Seele wieder frei ist. Und Naboris haben wir auch zurückerobert. Dann ist es soweit.
Jetzt kann ich endlich diese Mission zu Ende bringen. Wir Gerudo machen äußerst ungern halbe Sachen. Du wirst in Schloss Hyrule gegen Ganon antreten, nicht wahr? Ich kann den Moment kaum erwarten. Dieser Titan wird bereit sein. Bei unserem Angriff wird ihm Hören und Sehen vergehen. Ach ja, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Meine Fähigkeit, Urbosas Zorn. Bist du bereit, sie zu empfangen? Ich hoffe, du bist stark genug dafür. Was uns zugestoßen ist, du und die Prinzessin, ihr habt euch sicher Vorwürfe gemacht. Aber das alles musste so kommen. Gebt euch nicht die Schuld dafür. Bitte, würdest du ihr das von mir ausrichten? Sag ihr, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Und dass sie stolz auf sich sein kann, ja? Pass für mich auf sie auf. Und, naja, auf Hyrule auch. In unseren alten Liedern wird sie als Weise der Gerudo besungen. Nach ihr wurdest du benannt, Naboris. Auch du bist ein stolzes Mitglied unseres Stammes. Eine echte Gerudo. Vor 100 Jahren sind wir ihm schmählich unterlegen. Das darf sich nicht noch einmal wiederholen. Die Verheerung Ganon. Es gibt Geschichten, die sagen, Ganon sei ursprünglich ein Gerudo gewesen. Deshalb müssen wir beide alles geben, um ihn aufzuhalten. Alles bei unserer Ehre als Gerudo. Verlier Ganon keine Sekunde aus den Augen. Wenn Link ihm gegenübersteht, werden wir ihm zeigen, was verheerend wirklich bedeutet. Ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht.